Hey. Hoi. Alles klar mit dir? Ja. Du wohnst jetzt seit einer Weile in Berlin. Vermisst du Zürich eigentlich nicht? Also ja, so ein Mittel zu einem Drittel vermisse ich Zürich. Also ich finde Berlin schon recht beyond. Sonst wäre ich ja nicht dort. Hast du jetzt so richtig Hochdeutsch? Hast du das gelernt? So wie die von GZSZ, nicht so wie unsere Bundesräte? Also sagen wir mal so, das mit dem Hochdeutsch ist schon eher schwierig. Da bin ich nicht so ein Hirsch. Bist du jetzt so eine, die bei jedem Satz sagt, ja, in Berlin machen wir das so und so und in Berlin ist es eben so und so? Nein, aber in Berlin ist schon einfach alles viel entspannter, ganz ehrlich. Und in Berlin ist auch das Essen viel geiler und auch viel günstiger. Und Geschlechtskrankheiten sind sogar gratis, weil alle in Berlin in einer offenen Beziehung leben. In Berlin nennen wir das ja nicht offene Beziehung wie in Zürich, sondern wir nennen es einfach Leben. Ah, okay, aber was ist denn jetzt wirklich so in Berlin viel besser als in Zürich? Was heisst schon besser? Aber was mich schon blockiert, dass da alles so massiv viel zu teuer ist. Ich meine, es lohnt sich nicht einmal ins Waxing gehen in Zürich, weil du dann einfach gar kein Geld mehr hast für deinen Ibiza-Urlaub. Ja, aber dafür haben wir in Zürich auch so Löhne, als würden wir das Königshaus vertreten. Aber was bringt dir einen richtig geilen Lohn, wenn du nicht einmal das richtig kannst geil nutzen? Du kannst zum Beispiel hier nirgends geil vegan essen. Meistens ist in den Restaurants das einzige Vegane auf der Karte Salz und Pfeffer. Dafür haben wir ein geiles Zürichwasser aus dem Hahn, wo nicht nach Chlor und nicht nach Rost schmeckt, aber nach Kokain. Du bist gerade ready für den Rave. Aber in Zürich kannst du auch nur Party machen, wenn du einen Kredit aufgenommen hast. Ja gut, wenn ich ehrlich bin, gehe ich eh nie in Clubs. Und wenn ich einen Kredit aufnehmen will, um in Clubs zu gehen, ist das voll easy. Ich kann einfach zum Paradeplatz laufen oder ich frage den Ueli Maurer. Okay, cool. Also sagt man das in Berlin, wenn man im Winter weiss? Nein, dann schlägt man einfach den Leuten eins in die Fresse. Oder wirft mit einer Hampfle Ratten nach einem. Schau mich an, ich komme aus Zürich, wir haben hier keine Ratten. Oh, ist alles so super. Ja, ich habe aber auch keinen Veloweg. Dafür haben wir mega ein Beyond-Tramnetz in jeder Ecke der Stadt. Das ist wirklich cool. Wirklich cool, Gülscha. Tram. Zürich ist nicht nur mega gut in den Tram erschlossen, super und schön, sondern auch geschichtsträchtig. Ich meine, überleg mal den Zwingli, der die Reformation hier angestoßen hat. Ja, das stimmt wirklich. Also geschichtlich kann Berlin überhaupt nicht mit Zürich mithalten. Du, da laufe ich jetzt gerade in den Mauer rein. Aber hey, aber was machst du eigentlich in Berlin? Das weiss wirklich niemand. Ja, so verschiedene Projekte eigentlich. Ich kann leider noch nichts dazu sagen, aber es wird richtig gross. Und was machst du eigentlich in Zürich aktuell? Ich bin auch an verschiedenen Projekten und ich kann auch nichts dazu sagen. Und vielleicht sind sie nicht so ganz gross wie in Berlin, aber ich weiss, dass ich sicher 5-mal mehr verdiene. Geil. Ja, geil. Mega geil. Mega geil. Okay, cool. Okay, cool. Tschüss. Tschüss.